Hallo Freunde und herzlich willkommen aus dem wunderschönen Bremen. Ich bin heute mit Alex, Ahrensburg Alex, kennt vielleicht einige von euch, in Bremen. Ich habe meine Capshose vergessen und der Wind knallt mich schon richtig rein. Wir gehen heute zum Spiel Bremen gegen Leipzig. Leipzig und heute gibt es einen ganz besonderen Weg zum Stadion, deswegen fangen wir schon an und zwar mit der Fähre. Ich weiß zwar nicht, welches Dings wir hier einsteigen, aber auf jeden Fall sind wir hier direkt, also Hamburg, wirklich wunderschöne Altstadt. Wunderschön. Und hier steigen wir jetzt in die Fähre. Denn mit der Fähre können wir einfach zum Stadion fahren, das ist ja mal ultra geil. Der Sportverein Werder. Oder besser bekannt als Werder Bremen. Er wurde 1899 schon gegründet. Das ist mal eine Ansage, finde ich. Und wisst ihr, was noch eine Ansage ist? Die Mitbegründer waren damals 16-jährige Schüler. 16. Ihr seid 16 und sitzt zu Hause und guckt gerade dieses Video. Wie auch immer. Diese 16-Jährigen hatten bei einem, Achtung, Tauzi-Wettbewerb einen Fußball gewonnen und mit diesem auf dem Stadtwerder gespielt. Für alle, die sich wundern, was eigentlich eine Werder ist oder Stadtwerder, das ist quasi eine Insel in einem Fluss. Ganz easy. In dem Fall natürlich begeh- oder befahrbar. Werder Bremen hat den Ersten Weltkrieg glücklicherweise überstanden. Trotzdem musste er danach natürlich stark neu strukturiert werden. Danach ging auch die NS-Zeit nicht veränderungslos an Werder vorbei. 1934 durften zum Beispiel keine Juden mehr Mitglied werden, da der Verein von einer einzelnen Person geleitet wurde und das war Willi Störer. Dieser Willi Störer stellte sich voll und ganz in den Dienst der politischen Ziele des Nationalsozialismus und des Wehrsportgedanken. So habe ich das bei Wikipedia rausgelesen und laut denen war Bremen sogar ein nationalsozialistischer Vorzeigeverein. Natürlich nur durch die Führung von Willi Störer. Und damit will ich auch nicht sagen, dass man heute sagen sollte, ey, Werder Bremen, voll der NS-Verein oder sonst was. Nein, das war damals zur damaligen Zeit so und heute ist Bremen natürlich was ganz, ganz anderes, Freunde. Heute hat der Verein über 40.100 Mitglieder. Damit sind sie auf Platz 12 der deutschen Fußballvereine. Kleiner Spoiler für heute. Das fühlt sich nicht wie Platz 12 an. Das fühlt sich so an, als ob das Stadion doppelt so voll ist, wie es war. Schon fast magisch, was da heute abging. Wisst ihr, was sich noch magisch anfühlt? Der Black Magic Friday bei Instant Gaming. Instant Gaming war so nett, um diesen Fettsack-Freitag zu sponsoren. Also quasi Black Magic Fettsack-Freitag. Nee? Nicht lustig? Instant Gaming bietet euch ab heute für 4 Tage brutale Angebote an. Was Guthabenkarten für jegliche Plattform angeht oder auch Games, die in euer Herz rein wollen. Geile Angebote wie FIFA wird im Angebot sein oder auch der Football Manager 23. Schaut da gerne mal rein über den Link in der Beschreibung. Dadurch bezahlt ihr nicht mehr, sondern spart sogar eher noch und ihr supportet mich direkt, wenn ihr über meinen Link auf die Webseite geht. Nur durch sowas kann ich übrigens die Videos weitermachen und zu den Stadien fahren und das ganze Essen bezahlen, pipapo. Also nochmal Kuss. Ist gerade eine Katze runtergefallen und danke an Instant Gaming. Geht's dir gut? Zurück jetzt aber zur magischen Stimmung im Weserstadion. Die könnte auch damit zu tun haben, dass Werder Bremen Gründungsmitglied der Bundesliga ist. Somit halten sie den Rekord der meisten Spielzeiten in der höchsten Liga Deutschlands, gemeinsam mit dem FC Bayern. Von 1963 bis 1982, also knapp 20 Jahre, spielten sie in der ersten Liga. Nur ein Jahr hielten sie es dann in der zweiten aus, nachdem sie abgestiegen sind. Und dann waren sie wieder bis 2021 in der ersten Liga. Den Rest der Geschichte kennt ihr ja. Klasse Saison wieder in der zweiten gespielt und direkt wieder aufgestiegen. In ihrer Historie wurden sie 4-mal deutscher Meister und gewannen 6-mal den DFB-Pokal. Also nicht schlecht, was Bremen bisher abgeliefert hat. Ich hoffe, beim Essen gibt es jetzt genauso Ablieferungen. So, Freunde, wir sind auf dem Schiff gelandet. Das ist richtig geil. Wir fahren jetzt zum Stadion. Es gibt sogar Bier hier. Und ich freue mich. Das sieht. Das ist, habe ich noch nie so eine Art gehabt, zum Stadion zu fahren. Das ist was ganz Neues. Die Weser einen großen Bogen macht, wo das Weserstadion strahlt in neuer Pracht. Doch, und schon sind wir am Stadion. Das ging richtig schnell und war die geilste Stadionanfahrt, die ich jemals hatte. Einfach auf einer Fähre. So, Freunde, wir haben es noch eine Stunde zum Anpfiff und hier ist richtig viel los. Vergleich es mal mit Leverkusen. Muss ich ja jetzt zwangsweise. Also hier gibt's Getränke, gibt's Kaffee, gibt's alles. So ist das doch was Feines. So, Freunde, ich habe den ersten Werder-Anhänger getroffen. Wie heißt du? Luis.
Luis, was tippst du heute? Ich tipp ein 2-0 für Werder. 2-0 von Füllkrug. Dankeschön. Viel Spaß. Dir auch, danke. Stößchen! In dem Sinne, hier ist das Stadion. Geh mal rein. Bremen, ich habe mal eine Frage an euch. Sind das Solarpanels? Das sieht so aus außerhalb des Stadions. Könnt ihr mir was dazu sagen? Alex weiß es auch nicht, ich weiß es auch nicht. Sieht aber irgendwie so aus. Freunde, jetzt schaut euch mal die Location hier an. Hier hinter mir ist das Stadion. Und hier vor mir ist einfach direkt... Oh. Ja, hier war gerade ein Bier. Und hier ist einfach direkt die Weser. Also das ist wirklich, glaube ich, das... Die geilste Location für ein Stadion, die ich so bisher jemals gesehen habe. Das ist ja richtig geil. Also das feiere ich wirklich asozial. Einfach direkt die Weser, Mäuse. Och, Manu. Scheiße, ich kipp mich hier schon wieder voll. Mann, weniger Film, mehr Saufen. Mittlerweile zu oft. Das Wohninvest Weserstadion. Das liegt wunderschön direkt am Wasser. Wunderbar. Hier stand früher, 1906, aber nur ein Sportplatz mit Holztribüne. Nachdem es dann aber ganz gut lief beim Verein, haben sie 20 Jahre später beim Neubau eine große Tribüne bekommen. Umkleidekabinen und ein Restaurant. Damals hieß das Stadion dann übrigens auch noch Bremer Kampfbahn, weil dieser Ort auch für politische Massenveranstaltungen genutzt wurde. Vor allem von der NSDAP. Über die ganze Zeit hatte übrigens auch nicht nur Werder Bremen gekickt, sondern auch der Bremer Sportverein 1906. Und zwar Oberligaspiele. Über die Jahre hat sich dann aber natürlich doch viel verändert, ist ja klar. Es wurde 1963 zum Auftakt der ersten Bundesliga-Saison die Nordgerade überdacht und eine Flutlichtanlage installiert. 2 Jahre später dann Kurventribünen mit Oberrang als Belohnung für die erste deutsche Meisterschaft, Freunde. 1992 bekamen sie dann die ersten Logen in Deutschland. Kurz darauf wurden dann auch die komplette Ostkurve neu gebaut mit einem insgesamt 5-geschossigen Mantelbau. 5-geschossigen Mantelbau, so stand es im Internet. Fragt nicht mich, was das heißt. Googelt oder fragt euren Lehrer. Keine Ahnung. Aber war auf jeden Fall interessant, da drin so hoch zu laufen, wie das gebaut war im Stadion. Ja, und das Stadion war nicht immer ein reines Fußballstadion. 2002 haben sie den Stadioninnenraum einfach mal um 2 Meter abgesenkt und die damalige 400-Meter-Laufbahn entfernt, um mehr Tribünen zu bauen. Somit haben sie dann den Platz um ca. 8000 Plätze erhöht auf ein Fassungsvermögen von ca. 43.500. 2008 gab es dann aber nochmal eine größere Änderung. Das Stadion wurde dann zu einem reinen Fußballstadion. Also nur komplett Fußball. Die Kurven rückten somit noch näher ans Spielfeld. Und es wurde eine sogenannte Photovoltaikanlage an einigen Stellen vom Stadion gebaut. Aber nicht komplett, da sie eben eine zu starke Spiegelung der Sonne gemacht haben und den Rasen im Stadionbad nebenan verbrennen würde. Deswegen nicht komplettes Stadion, diese Photovoltaikanlage, die ich gefilmt habe. Aber ich finde das klasse. Mit dieser Anlage erzeugen sie so viel Strom pro Jahr, um ca. 300 Haushalte für ein ganzes Jahr versorgen zu können. Also theoretisch, ich weiß nicht genau, ob der Strom nur für das Stadion genutzt wird. Ich gehe mal davon aus. Macher. Dann schauen wir doch einfach mal, was sie mit diesem Strom hier so für mich Feines zu essen brutzeln können, oder? So, Freunde, wir sind jetzt im Stadion. Ey, das Stadion ist ja richtig geil. Und ich glaube, das sind wirklich außen diese, wie heißen die? Solarpanels. Und schaut euch einfach mal an. Ich finde dieses Stadion, wenn die Sonne hier drauf scheint, um die Uhrzeit, halt im Winter, mit Zeitumstellung, richtig sexy. Wie cool, wirklich. Hier gibt es den ersten Stand. Fisch und Tisch, das heißt Fisch und Saufen wahrscheinlich. Es sieht auch geil aus. Hier ist diese fette Wand, wo die Sonne durchscheint. Der Look ist einfach mega, mega geil. Und ich finde einfach, ich weiß, ob das was mit dem Norden zu tun hat, aber ich finde einfach grundsätzlich im Norden sind die Leute so freundlich. Alex hat sich angestellt bei Fisch und Tisch und jetzt gibt's Fisch und Tisch. Ja, Freunde, hier in Bremen, ich fühle mich richtig wohl, wirklich. Das ist unglaublich. Wir starten jetzt erstmal mit Weißweinschorle als Pelzer natürlich grandios und Nachos. Später gibt's Fisch. Dankeschön. Ui, ich hab die Nachos. Und wen hast du drauf? Ich hab, wer ist es? Füllkrug. Den nehme ich mit nach Hause, den schenke ich Tobi. Also, ne, das ist geil. Was hab ich? Nico Friedel. Ja, geile. Hey, voll die geilen Becher, Digga. Auch der Griff, Chocuzel. So, wir haben jetzt unsere Plätze, Freunde. Das ist eine geile Sicht. Und direkt vor uns sitzt er. Moin, Justin. Justin, was tippst du? Ich sag, wird gespielt 2-2. Ich hab auch getippt. Ja. Ich sag 2-2. Okay, okay. Viel Spaß. Ja, gleich weiter. Was tippt ihr fürs Spiel? 3-1. 3-1. Beide 3-1. Mach, Alter. Die sind alle, die können alle mehr. Und wir haben uns natürlich auch was zu trinken geholt. Weißweinschorle. Tschüsschen. Finde ich geil. Fühle ich mich wie auf dem Betze.
Boah, die ist voll süß. Geil. Boah, ist die süß, aber ist geil. Boah, wow. Das ist das Stadion, Freunde. Finde ich, sieht sehr, sehr geil aus. Sehr, sehr geil. Und auch schon voll, obwohl es erst in 20 Minuten losgeht. Krass, sieht man auch nicht überall so. Hier im Stadion gibt es einfach so eine Look-Alike-Cam, wie ihr es vielleicht aus Amerika kennt, dass sie ein Bild zeigen, glaube ich. Und danach, wie einer da aussieht. Oder auch Kiss-Cam. Finde ich voll geil. Oh, da oben sind übrigens die Leipziger-Fans. Also schauen wir mal rein. Ja, weiß ich ja nicht, Digga. Das ist so ein bisschen die Allmann-Version davon. Ah, jetzt doch nicht? Jetzt kommt das Live-Bild. So, es ist schon, bevor wir jetzt gleich den Schal kaufen, testen wir die Nachos. So eine Fertigpackung. Ein fertiger Dip auch. Ich glaube, den macht man dann hier rein an der Seite, oder? Ey, aber wie schlecht, wenn du den hier rein machst. Ist wie im Kino. Ist ja wie im Kino. Aber geil, wie im Kino. Aber ja, ist nur ein Anfang in dem Sinne. Schon vor dem Spiel haben wir auch den ersten Banner schon draußen. Schaut mal hier in dem Stadion, da stehen einfach, oh, jetzt stehen alle auf. Da stehen einfach zwei riesige Flaschen für die Sponsoren. Und jetzt kommen die Schals raus. Wir haben leider noch keinen Schal. Weil wir haben leider den Shop für die Schals noch nicht gefunden, deswegen heute nach dem Spiel. Wir sind mittendrin. Einfach das komplette Stadion mit den Schals. Daran erkennt man so, finde ich, einen Verein, der schon sehr, sehr lange dabei ist. Wirklich alle im Stadion dabei sind, volle Kanne. Werder! Bremen! Hier ist sie! Rottbecker! Anthony! Jung! Marvin! Dusch! Mit der Nummer 10 von uns. Ist laut, Digga! Leonardo! Ist das laut, Digga! Mit unserer Nummer 11, Niklas! Wow! Wir! Rasenball gegen Rassismus. Ist das eine Senegal-Flagge? Das sieht so aus, ja. Hä? Also Freunde, ich glaube, ich habe noch nie so... Ich habe noch nie so ein lautes Stadion erlebt, was so klein ist wie hier. Wow! Bremen! Bremen! Und die zweite Choreo. Werder-Fanatismus statt WM-Patriotismus. 26.11. alle ins Werder-Stadion. In dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Spiel. Werder gegen Leipzig. Wunderbar. Es geht los. 15.32 Uhr. Wir gehen rein. Bisschen verspät angepfiffen heute, Freunde, oder? Ich weiß nicht, was los ist, aber jeder steht auf in der dritten Minute. Hat übrigens gerade das 1-0 geschossen gegen Köln. Nur mal so nebenbei. Und wir haben eine neue Choreo von Bremen. Plastik sparen für die Umwelt. RB auflösen. Egal wie viel Pokale ihr noch gewinnt. Wir werden uns nie an euch gewöhnen. Auch ohne Marteschitz. Hä, was ist das? Das ist der ehemalige Inhaber. Der ehemalige Inhaber. Okay, auch ohne Marteschitz bleibt ihr ein Haufen Scheiße. Oh, ist der... Trocken, Digga. 1-0 für Leipzig. Das ist für mich eine gute Möglichkeit, aufzustehen, rauszugehen, Toilette zu gehen und was zu essen zu holen. So, ich war jetzt auf Toilette. Das ist übrigens so der Bereich im Stadion, dass ihr das mal versteht. So, also man ist quasi hinter dieser Wand und läuft hier so außerhalb rum. Ist alles so ein bisschen so im Betonlook gehalten. Die Sonne geht unter, sehr, sehr schön. Und hier ist direkt ein Freibad. Boah, wie schön dieser Himmel reflektiert.
Ähnlich wie im Hertha-Stadion. Nur, dass bei Hertha dann noch ein Zehner ist. Und jetzt hole ich mir erstmal einen Schal. Aber dafür muss ich jetzt auch erstmal hier langlaufen außen und suchen, ob hier noch ein Shop ist. Bisher habe ich noch keinen gefunden. Okay, ich habe nochmal getroffen. Vincent und? Was tippt ihr denn jetzt 1-0 für Leipzig in dem Moment? Eigentlich tippt man 1-0, aber jetzt 2-1. 2-1, Hertha-Führung? 2-1? In dem Sinne. Ich habe 2-2 getippt. Okay. Auch nicht schlecht, oder? Also, anscheinend gibt es hier im Stadion keine Schals. Ich bin immer rumgelaufen, habe nichts gefunden. Ich habe nur Essensstände gefunden, aber keine Schals. Das heißt, ich hoffe, die Stände haben noch nach dem Spiel offen, dass ich mir auch noch mal einen Schal kaufen kann. Deswegen hole ich mir jetzt erstmal was zu essen. Und hier gibt es ganz verrückte Sachen. Oh, eine gute Krakauer. Ja, Digga. Ich sag's euch einfach, wie es ist, Freunde. Krakauer sind's einfach. Ich habe mir eine Krakauer geholt. Aber was es hier einfach auch gibt, ist ganz verrückt. Es gibt Pizza Donuts. Die werde ich gleich noch testen. Aber erstmal Krakauer. Ui. Hat sich kurz nach dem 1-1 angehört, aber dann doch nicht. Große Chance, glaube ich. Ich glaube, ich habe Pech. Ich habe eine kalte Krakauer gekriegt. Die ist sehr kalt, leider. Die hat Potenzial. Aber ich habe die nach dem Bestellen eine Sekunde später in die Hand gerückt bekommen. Und so schmeckt sie auch. Als ob sie wartet, darauf abgeholt zu werden. Kalt, trotzdem knackig. Das Brötchen sieht sehr gut aus. Jetzt mit Brötchen. Mmh. Wow. Mmh. Das beste Brötchen, was ich bisher hatte, zu einer Krakauer. Leider, weil sie kalt ist, die schlechteste Krakauer, die ich bisher hatte. Krakauer kriegt von mir, wenn sie warm wäre, bestimmt eine 6, 7, 8, 9. Weil sie schmeckt gut, aber sie ist kalt, deswegen leider nur eine 3. Ist schade. Also wenn ihr mal in Bremen seid, sagt, ich will eine warme, wenn sie sich nach einer Sekunde euch eine Krakauer in die Hand drückt. Wollt ihr eine warme? Das Brötchen ist sehr, sehr geil. Ich freue mich gleich auf den Pizza-Donut. Und jetzt muss ich zum Spiel zurück. Ja, in dem Sinne, ne? Alex prüft einfach zwischendurch die HSV-Ergebnisse im Werder-Stadion. Leipzig kontert, für uns gibt es die zweite Weißweinschorle. Ja, ist ein Erlebnis heute. 30 Minuten drin. Nur der SVB. Da, 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 da. 35 Minuten 0-1 immer noch, aber besser als 0-2, ne? Also da fehlt nur noch, dass Davy Selke plötzlich wieder im Sturm steht. Hier geht leider gar nichts bei Bremen, wirklich. Die können froh sein, dass Davy Selke zu Werder gewechselt ist. Okay, wir müssen tun aus Dornig hinten. Hey! Oh, Scheiße! Steh auf! Die Stimmung hier ist asozial geil, wirklich. Jeder steht für den Verein hier ein. Es ist sehr, 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 sehr geil. Wirklich. Sieht man nicht überall. Und kleine Props. Wir sind 39 Minuten drin und die Kurve schwenkt immer noch durchgängig die Fahne. Macher, wer so einen Oberarm hat. Und die Leute stehen auf. Das heißt, wir gehen in die Halbzeit. Und diesmal werde ich auch in die Halbzeit gehen und versuchen, essen, trinken. Wir gehen rum, wir gucken mal. Also Freunde, wir haben Halbzeit, die Weinschorle scheppert. Hier gibt es Toiletten, einfach Ausgang und Eingang. Das habe ich noch nie im Stadion gesehen. Aber wie auch immer, wir essen jetzt. Eben übrigens zum Vergleich, nicht Halbzeit, Halbzeit. Ja, da habe ich Bock, mich jetzt anzustellen, ne? Für einen Pizza-Donut. Die Halbzeitschlange ist eigentlich human, so. Es geht. Ist halt Klassiker viel los, ne? Aber... Ja, so ist das halt im Stadion, wa? Dankeschön. Aha, sieht sehr klein und mager aus, Digga. Gracias, mi amor. Ich schreck ja schon wieder alles. Ich glaube, das Spiel geht auch schon weiter, oder? Ja. Ja, safe. Ich dachte immer, beim Fußball ist die Frauenschlange kurz. Aber die steht auch hier länger an als die Männer. Scheiße, Digga. Ach Mann, Digga. Ich verliere die ganze Zeit die Hälfte, wirklich. Ich hoffe, wir kriegen gleich noch hier ein Fischbrötchen. Aber als erstes gehen wir jetzt in den Block und essen unseren Pizzadonut. Aber das sieht so aus, als wäre hier schon alles ausverkauft. Scheiße. So, wir sind wieder auf den Plätzen. Es ist immer so unangenehm, wenn man durch 100 Leute laufen muss und müssen aufstehen wegen einem.
Wir holen jetzt den Pizza-Donut. Was sagst du? Very nice. Also bestätigen ist okay. Der einzige Faktor, wenn wir das da ist, ist die Weißweinschorle aufzusaugen. Ist schon langweilig, finde ich. Ja, ein bisschen. Also ich habe Jalapeno-Geschmack. Es ist ganz gleich scharf im Abgang. Margarita ist auch gar kein bisschen scharf irgendwie. Ja, ist halt so ein Gebäck. Ist ähnlich wie ein Dortmund. Ist halt nichts drin. Ist so ein Gebäck. So hätte ich mal ein Fischbrötchen nehmen können. So. Ist cool so, aber Pizza vom Bäcker auf dem Schulhof ist cooler. 5 von 10. Aber wisst ihr, was geiler ist? Was fast 10 von 10 ist? Der Himmel. Der ist sehr schön. Der ist lila. Wunderschön zu so einem Spiel. Wo Leipzig angreift. Aber zum Glück kein Tor schießen. Jetzt hat Leipzig endlich mal eine gelbe bekommen, aber steht immer noch 0-1. Ich muss euch beißen, die Weinscholle hier scheppert asozial. Das ist die dritte und es fühlt sich an wie die sechste. Merkt es selbst, ne? Freistoß für Bremen. Meine ganze Hose ist voller Vino. Aber zu Vino sage ich Lino. Ich hab Tor verpasst, weil Hertha 2-0 geschossen hat. Haben wir noch mal ein neues Banner. Weserstadion unantastbar. Ich kann nur zustimmen. Weserstadion bisher die krasseste Stimmung, die ich überhaupt war in der Bundesliga. Asozial geil. Oh, krasse Ball, krasse Freistoßposition für Leipzig. Direkt am 16er. Wenn ihr jetzt Eier habt, pausiert ihr jetzt und schreibt jetzt in die Kommentare, geht der Freistoß rein, ja oder nein? Einmal zweiter Stock, Herrenunterwäsche. Auf Ruf der Oskurve stehen jetzt nochmal alle auf. Also wirklich 67 Minuten. Die Fahnen schwingen immer noch. Seid was zu essen? Seid was zu essen? Ich trau mich nicht so wieder aufzustehen, weil ich bin schon so auf der Reihe gegangen und die Leute gucken mich immer so blöd an. Ich bin immer da lang gegangen. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal da lang, weil die Leute mich noch nicht einmal gesehen haben. Gefühl. Ich habe deswegen das die Recording nicht abgebrochen, weil ich dachte mir schon, ey, bei diesem schwachen Köpfer, der da rauskommt, der Ball ist nicht weg und deswegen steht jetzt 2-1 für Leipzig. Ich hau das Ding weg und gehe was zu essen, bevor ich von der Stimmung beopfert werde. Boah, wir haben es jetzt 17.03 Uhr.
Was ein wunderschöner Sonnenuntergang. Ich muss jetzt das 36. Mal auf Toilette. Ich will jetzt endlich ein Fischbrötchen essen. Es gibt nur leider nur noch vereinzelte Fischbrötchen. Ich glaube, die keine mehr will, wir probieren sie trotzdem. Dankeschön. Ich habe noch eine bekommen. 3,50 Euro, Freunde. Die wurde mir empfohlen von Zuschauern. Und die sieht echt geil aus. Für euch als Info da draußen, es gibt viel, viel mehr Fisch. Also hier an der Weser, direkt das Stadion, direkt am Fluss an der Weser, gibt es viel, viel mehr Fisch. Aber jetzt in der 60. Minute ist fast alles ausverkauft. An meinem Stand habe ich die letzte Fischfrikadelle bekommen und die probieren wir jetzt. Fast ein Tor dabei verpasst. Kurz und schmerzlos. Richtig lecker. Guck mal, Alex kommt ja aus der Ecke und sagt zu der Fischfrikadelle. Ist okay, kommt man in die Ostsee, es wird tausendmal besser. Deswegen seht ihr, es kommt immer drauf an, ob ihr sowas jeden Tag esst oder ob ihr nie esst. Für mich als Random, ich esse es selten, ich find's geil. Alex sagt so, ist okay. Aber ist okay für Stadion, ist okay. Ja, kann man mitnehmen. Kann man mitnehmen. Macht Druck, aber Leverkusen schafft es noch zu halten. Wir haben jetzt genau 90 Minuten drin. Wir warten auf die Nachspielzeit. Es ist so ein knappes Ding. Also ein 2-2, wie wir getippt haben, by the way, wäre verdient. Wäre sehr verdient. Also schaut mal, Freunde, was mir gerade in der 90. auffällt. Klar, in der Kurve stehen alle, aber hier ist die Gegengerade und da stehen auch alle die ganze Zeit. Das ist schon krass. Ich glaube, das Spiel ist jetzt so gut wie vorbei. Also er müsste wirklich jeden Moment abfallen. Das Ding ist durch. Leipzig gewinnt in Bremen 2-1. Machst du nix. Und trotzdem feuert das ganze Stadion weiter noch Bremen. Und das macht's wirklich aus, finde ich. Nach den ganzen Stadien, die ich jetzt besucht habe, ist das, was es wirklich ausmacht, meiner Meinung nach. Also Freunde, in einer Dreiviertelstunde kommt mein Zug, deswegen gehen wir jetzt zum Bahnhof. Leider 2-1, aber wow, grandiose, wirklich grandiose Stimmung. Also Freunde, es steht noch eine Sache aus. Wir haben jetzt beide einen Becher gesaved. Einmal ihn und einmal Füllkrug. Wir hatten zweimal Füllkrug, haben leider einmal zurückgegeben. Und ich will mir auf jeden Fall noch einen Schal holen, weil jedes Stadion kriegt von mir natürlich einen Schal. Und im Stadion gab es ja keine Schals. Deswegen gucken wir jetzt mal außerhalb, ob wir noch irgendwo einen Schal herkriegen. Und hier ist die Hölle los. Also nochmal After-Stadion-Bericht. Hier draußen gibt es auch etliche Stände. Das alles, was in Leverkusen wirklich sehr gefehlt hat. Also Wurst, Bier, Imbiss, alles. Und ich hoffe auch noch einen Schal für mich, weil mein Zug kommt gleich. Hier gibt es auch alles Mögliche. Die Heimtrikots sind ausverkauft. Im November sollten sie wieder da sein. Aber ich will eigentlich nur einen klassischen Schal. Also schaut mal hier, die haben sogar Gin, die haben sogar Whisky. Ich will doch nur einen Schal, liebe Werder-Fans. Hi, ich hätte gerne den Blocksteifen-Schal. Ja, mit Karte. Da sind wir, Freunde, ne? Auch der Schal kommt zur Sammlung dazu, nach 90 Minuten, auch wenn sie heute verloren haben. Geiler Schal, vor allem der Schal. Der ist auch wieder aufgedruckt, der ist nicht im Druck drin, der ist das Logo drauf geprintet. Wir müssen uns beeilen, weil in ungefähr 30 Minuten kommt mein Zug, deswegen ab zum Hauptbahnhof, Freunde. So, Freunde, wir laufen jetzt nach dem Stadion zurück. Und guck mal, wir sind mitten in einer Wohnsiedlung. Und das erinnert mich extrem an England. Als wir bei Chelsea waren oder auch bei Arsenal, da ist man durch so Wohnsiedlungen, wo die Autos auch fahren, ja, zurückgelaufen. Wirklich volle Kanone. Also wirklich komplettes Feeling hier.
Sehr, sehr geil. So, Freunde, kleines Fazit nach dem Spiel. Wir laufen hier schon zum Bahnhof. Und ihr seht, die Straßen sind voll. Und das finde ich so crazy. Da sieht man, finde ich persönlich, den Unterschied bei den Vereinen. Diese Stadt hat knapp 560.000 Einwohner. Und die Stadt ist voll nach einem Fußballspiel. Klar, wir laufen auch den Weg, den alle anderen laufen, zurück zum Bahnhof. Aber wenn ich das mal vergleiche mit anderen Orten, wie zum Beispiel Leverkusen, wo ich jetzt zuletzt, ich war in Wolfsburg, da war nicht so viel los. Die Bahn war nicht so voll, da war nicht so viel los. Und hier in Bremen, da ist so krass viel los irgendwie in der ganzen Stadt. Ich weiß nicht, ob ihr den Gedanken mit mir teilt, aber ich finde das so crazy, dass hier so viel los ist, dass alle für diesen Verein so da sind und Bock haben. Und ich finde es irgendwie geil. Und ich finde, da trennt sich irgendwie die Spreu vom Weizen. Also Bremen hat mich wirklich abgeholt heute. Ja, Freunde, ich bin jetzt echt am Ende. Wir haben es 20 nach 9. Ich bin seit 7 Uhr heute Morgen unterwegs. Mein Zug ist natürlich mal wieder ausgefallen. Heute Morgen gab es Probleme, aber ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Wenn euch das Video heute gefallen hat, checkt mal dieses Video aus oder auch dieses Video. Da waren wir jeweils auch in Stadien in der Bundesliga. Und kommentiert weiter fleißig, welche Bundesliga-Stadien oder auch überhaupt Stadien ich besuchen soll. In dem Sinne, Kuss und lasst gerne eine Bewertung da.